Ist es denkbar, dass religiöse Vorstellungen und ja, man muss fast sagen, religiöser Wahn mit Weltenende und Weltkrieg und Untergangsszenarien einhergeht und diese sogar in die politische Realität versucht hineinzuziehen? Passt das zu Religion? Passt das zu ethischen, religiösen Vorstellungen? Liebe Zuschauer, das werden wir im folgenden Gespräch sehen. Ein herzliches Willkommen. Wolfgang, du hast dich viele Jahre mit ja, solchen religiösen Vorstellungen befasst und auch eine große Petition ins Netz gestellt, vor ja, ist fast ein Jahrzehnt inzwischen her. Und muss man sich das in der Tat wirklich so vorstellen, dass es da Gruppierungen gibt, die die schlimmst vorstellbaren Szenarien für das Weltgeschehen nicht nur nicht verhindern, sondern quasi herbeisehnen wollen und herbeisehnen? Ich müsste es im Grunde eigentlich das sehr von hinten aufzäumen. Okay. Der Punkt ist der, dass das Geschichtsverständnis der Menschen am ehesten wie eine Kuckucksuhr begriffen werden kann. Das heißt, der Mensch nimmt das wahr, was aus der Kuckucksuhr rauskommt. Also nur wenn halt eben der Kuckuck kommt und Kuckuck, Kuckuck ruft, ist der Mensch, der eher ein Kind halt eben oder ein kindliches Wahrnehmungsvermögen hat, interessiert und schaut hin. Dann gibt es die Zeiger und die bewegen sich, aber die bewegen sich ganz, ganz langsam. Das ist nicht so auffällig. Und das ist schon mal sehr interessant für die Leute, die ein bisschen tiefer einsteigen wollen. Dann kommst du halt eben auf Gruppen, die in der Geschichte immer wirksam waren. Ob das Banker waren, Lobbys, Geheimdienste, die hintergründig Revolutionen an den Start gebracht haben, die Kriege verursacht haben. Und das ist schon mal ein sehr, sehr interessantes Feld, wo viele der sogenannten Truther, der Wahrheitsbewegten, einsteigen und über inzwischen Jahrzehnte dran geforscht haben. Und dann gibt es halt eben noch ein Uhrwerk, was in der Uhr ist, was bis zu dem Zeitpunkt, als ich meine Bücher geschrieben habe, nicht sichtbar war. Und das hört sich jetzt unheimlich anmaßend an. Und ich habe wirklich lange Zeit gehofft, dass das, was ich als Uhrwerk wahrgenommen habe, nicht das Uhrwerk sein würde. Und das war es leider. Ich kam darauf ganz zum Schluss. Was ich am Anfang gemacht habe, ist im Grunde eigentlich den Kuckuck wahrzunehmen, als normaler Mensch. Dann als Forschender die Die Zeiger. Zeige. Und dann hinterher halt eben das Uhrwerk, und das habe ich hinterfragt. Und es ist tatsächlich so, es gibt tatsächlich einen Plan, einen Masterplan, ein Drehbuch, ein Plot, hinter dem nicht nur das, was heute passiert, sondern halt eben über die Jahrhunderte passiert ist. Und da gibt es Gruppen, die sehr eng miteinander zusammenhängen und die wirklich rein religiös sind. Und das, was wir heutzutage wahrnehmen an Gruppen, die nach außen hin verteufelt werden, wie zum Beispiel Scientology, die ja religiös sich Geben, definieren, ja. gleichzeitig okkulte Einflüsse haben und einen Weltenplan und einen Weltanspruch haben. Was wir da im Grunde so an der Seite des Ekelhaften in die Öffentlichkeit präsentiert bekommen, gibt es im Mainstream. Es gibt diese Gruppen im Mainstream. Die Freimaurerei beispielsweise ist einer von diesen Fällen, wo Gnosis, also praktisch okkultes Wissen, in die politische Landschaft übertragen worden ist. Es betrifft nicht die Freimaurerei als Ganzes, aber es gibt Logen, die genauso funktionieren. Und es gibt es halt eben in der Freimaurerei, was halt eben christlich orientiert ist, genauso im Jüdischen, genauso im Muslimischen, auf allen religiösen Ebenen. Und diese Gruppen, die dann in die Politik einsteigen, um okkultes Wissen halt eben voranzutreiben, für einen Weltenplan, der fast immer übereinstimmt, sind mächtiger als die Mainstream-Struktur darunter. Mainstream-Struktur darunter sind dann die politischen Figuren, die. Nein, das ist die Religion als solche. Ja, Also wenn wir jetzt zum okay, Beispiel die ja. christliche Religion nehmen, die Freimaurerei beruft sich auf die christliche Religion. Nur sind sie Gnostiker.
Es sind die Leute, die ein eigenes Verständnis von der Religion haben. Die Gnosis entstand unmittelbar nach Christi Kreuzigung als eine religiöse Bewegung, die ein Verständnis gehabt hat über die Bestimmung der Religion. Und Teile von diesen Philosophen haben sich irgendwann religiös plus politisch verstanden und haben gesagt, wir haben einen Auftrag. Es ist nicht nur die Kontemplation des Ansehens und des Verstehens, sondern es ist auch ein Auftrag, wir müssen daraus halt eben etwas schaffen. Und das haben wir halt eben in der Freimaurerei hinterher bekommen, als die Hochgradlogen, die politischen Hochgradlogen sich gebildet haben. Und wir haben es genauso im Judentum, im Hasidismus, wo es zwei verschiedene Lager gibt, ein aktives und ein passives. Und wir haben es teilweise bei den Sufis, bei den Muslimen. Mhm. Wir haben es in allen Religionen mit diesen kleinen Zellen, fast terroristischen Zellen zu tun, die die Menschheit bewusst zu einem Ende führen, an dem sie sich die Erlösung versprechen. Lass uns ganz kurz noch mal eine kleine Schleife, Thema Gnosis. Das sind Kreise oder ist es eine Ideenbewegung gewesen, die ja dann selber der Verfolgung unterlag? Also die, in dem Moment, wo die christliche Lehre Staatsreligion wurde und man dann sehr sauber auch ohne irgendwie Gottes Hilfe oder wie auch immer, sich in einem Konzil hingesetzt hat und hat gesagt, diese Teile kommen in die Bibel, diese Teile kommen in die Gnosis, die sind quasi nicht die reine Lehre, waren das ja Kreise, die selber ums Überleben kämpfen mussten, aber damit ja keine Möglichkeit mehr hatten, politischen Einfluss zu nehmen. Also hat das Christentum die gnostische Bewegung nicht frühzeitigst und zwar ziemlich brutal auch entsorgt? Ist richtig, ja. Das konnte auch deswegen gelingen, da die frühen Gnostiker nicht dieses Machtempfinden gehabt haben wie die Kirche. Ja. Die römische Kirche hat sehr früh sich in strukturellen Planungen ergeben und da ist dadurch auch stark geworden. Die Gnostiker haben sich eher in Philosophieren wiedergefunden und waren halt eben die frühen Toulouser. Sie wollten im Grunde die Wahrheit finden. Ihnen ging es nicht um Macht. Aber das hat sich irgendwann gewandelt. Und da wurde es dann gefährlich, als die Kirche praktisch über 1000 oder 1500 oder 1700 Jahre im Sattel saß und sich sicher wähnte, gab es dann gnostische Strukturen, die angefangen haben, so zu denken, wie die Kirche früher gedacht hatte und die Erfahrungswerte mitgenommen haben, wie die Kirche anzugreifen war. Also das, was du dann mit der Freimaurerei, würdest du in diese Linie mit reinnehmen? Denn da wurde es dann ja politisch relevant und vor allen Dingen auch politisch virulent. Also es war dann ja nichts mehr, was kontemplativ und meditativ und philosophisch gewesen ist, sondern wurden es ja ganz konkrete Machtstrukturen, die dann auch umgesetzt wurden und die dann auch gelebt wurden. Da waren wir ja aus dem ethischen, religiösen, philosophischen, meditativen Bereich ganz schnell draußen. Es gibt bei der Freimaurerei für meine Begriffe einen Bruch. Ich denke, dass die Freimaurerei sich in zwei verschiedene Felder aufteilt. Also in das, was wir jetzt in die ursprüngliche Gnosis überführen würden. Das heißt, kontemplativ, philosophisch, ausgerichtet daran, einen besseren Menschen zu schaffen. Ich glaube, dass es diese Freimaurerei zu einem hohen Grad heute noch gibt. Aber neben diesem hohen Grad an normalen Freimaurern gibt es auch eine hochgradige Freimaurerei, die etwas anderes ist. Ja. Und die bildete sich erst hinterher auf dieser normalen Freimaurerei. Also die normale Freimaurerei als Bruderschaft, wo man diese an sich positiven Gedanken gewälzt hat, wo man sich unterstützt hat, eigentlich zu einem guten Zweck, ist irgendwann übernommen worden durch eine sehr politische Freimaurerei, die auch in Formen von Revolution und Machtübernahme gedacht hat.
Es begann mit den Illuminaten und setzte sich dann halt eben fort in der schottischen Freimaurerei, die als Hochgrad-Freimaurerei wahrgenommen wird. Und diese Entwicklung ist halt eben unter anderem mit dem Haus Rothschild verbunden und da wurde dann wirklich auf politische Maßnahmen gesetzt und auf Durchsetzung eines politischen Plans, der über die Generationen hinweg funktioniert hat. Du hast das festgemacht am Anfang. Wir haben jetzt im Augenblick Schwerpunkt mal auf das Thema christliche Entwicklung gelegt, dass das in dem jüdischen und in dem islamischen Bereich ähnlich der Fall gewesen ist. Lass uns ganz kurz den islamischen behandeln. Ist es auch da in der politischen Umsetzung so, dass man, ja, ich sag mal, Vorstellungen hat, dass um bestimmte religiöse Ziele zu erreichen, ein gigantisches Tal der Tränen erstmal durchschritten werden muss? Du hast im muslimischen Raum das gleiche Erscheinungsbild wie im christlichen oder im jüdischen. Bei den Gnostikern sind Himmel und Hölle zusammen. Du hast sie beide. Innerhalb nicht der gleichen Gruppen, aber innerhalb der gleichen Ideologie, innerhalb der gleichen Obergruppe. Du hast in der Freimaurerei die Gruppen, die wirklich in der Verbesserung des Menschen ihre Arbeit sehen, im Glück des Menschen, in der Vervollkommnung. Und hast gleichzeitig auch andere Gruppen, die wiederum sehr politisch sind. Das Gleiche ist im Islam. Der Islam wird von mir persönlich und von vielen anderen zu Recht negativ konnotiert, weil er anti-Frauen eingestellt ist, häufig, anti-homosexuell, antisemitisch etc. pp. Es gibt viele Punkte halt eben, wo man sagt, das trifft mit unserer aufgeklärten, an Glück orientierten Gesellschaft überhaupt nicht überein. Freiheitlichen. Überhaupt nicht. Ja. Und Freiheit bedeutet auch Glück. Ja. So, und das ist im Islam, im Mainstream-Islam, nicht so vorhanden. Der Punkt ist, beim Sufitum, der Sufi ist das Äquivalent des zum Freimaurer, ist es vorhanden. Und gleichzeitig hat man bei den Sufi-Brüderschaften auch wiederum Gruppen, die rein politisch orientiert sind. Und wenn Ahmadinejad, der der Chef gewesen ist der Regierung in Iran, sich für das Ende von Israel ausspricht, dann spricht er letztendlich ein apokalyptisches Erlebnis aus, was er erwartet aufgrund der Eschatologie innerhalb der okkulten Voraussagen. Passt im Grunde genauso zu den Freimaurern, die wiederum auch erwarten, dass es ein Armageddon gebe am Ende der Tage, wo Israel brenne und die Welt neu gestaltet werden kann. Sind eigentlich die gleichen Leute mit anderen Antlitzen. Ist das im Sufismus das, was dann auch mit dem Mahdi verbunden ist, also der Wiederkehr oder der Ankunft eines religiösen Acht Messias? Also wie, man würde im jüdischen oder im christlichen Bereich von einem Messias sprechen. Wird auch da so eine Person, so eine Figur erwartet? Genau das Gleiche. Die Erwartungshaltung ist die gleiche. Die Ortshaltung ist die gleiche. Die Ablaufhandlung ist die gleiche. Wir haben das, der Meschiach ist derjenige, den das Judentum erwartet. Teilweise übernommen von der Freimaurerei. Allerdings dort ersetzt durch Jesus Christus, der dann nochmal neu als Erlöser auftaucht. Der Mahdi ist das Äquivalent dazu. Und der Kalki Avatara ist derjenige, den sich halt eben die Hindu erwarten. Der Soshiosh ist derjenige, den sich die Feueranbeter im Iran erwarten. Mhm. Es ist also so, als ob diesen Gruppen eine gemeinsame Quelle zugrunde liegen würde, wovon ich ausgehe. Eine gemeinsame ideologische Quelle, denn Regisseurquelle. Nicht nur ideologisch, okay, okay. Nicht nur inhaltlich, sondern dass jemand diese Gruppen gemeinschaftlich, also aus einer Position halt eben diese Gruppen in Anführungszeichen befruchtet, negativ befruchtet worden sind und auf den Weg gebracht worden.
diese ganzen Erwartungen, dass da eine, wie auch immer, unterschiedlich benannte, aber wie du sagst, von der identischen Regie geführte Person auftritt, ist das immer gekoppelt, dass dieser Geschichte oder dieser Ankunft und dann eben einem, wie auch immer gearteten, glorreichen Zeitalter ein Acht-Welten-Ende oder so etwas vorausgeschaltet sein muss? Ich meine, man könnte sich ja auch, wenn man sich jetzt hier hinsetzt und sagt, ich gebe den Menschen, die einer solchen Religion dann nachlaufen sollen, die Informationen am Ende einer bestimmten Zeitepoche oder wie auch immer, kommt jemand, der euch erlösen, der euch retten und euch in ein goldenes Zeitalter führen würde, ohne dass vorher irgendein Land brennt, dass die Welt untergeht oder fast untergeht. Ist das immer an dieses Armageddon gekoppelt? Es ist immer an einen Umbruch gekoppelt. Und ich sehe es am stärksten halt eben innerhalb der jüdischen und der indischen Kultur. Die jüdische Kultur ist zum Teil von der Hochgrad-Freimaurerei übernommen worden, was daher kommt, dass das gestaltende Element dort ein jüdisches Gewesen ist. Also das Element, was die Freimaurerei, die normale Freimaurerei, die positivistische Freimaurerei, in die politisch-eschatologische Freimaurerei übertragen hat, war ein formal jüdisches. Ein formal jüdisches. Es war kein Mainstream-jüdisches, aber es war ein eschatologisches, ein endzeitliches. Es war eine Sekte. Also man kann sie identifizieren mit dem Hasidismus oder mit dem Frankismus. Zwei Begriffe, die man vielleicht nachschlägt, wenn man halt eben Interesse daran hat. Wenn man diese beiden Gruppen, diese Extreme halt eben miteinander vergleicht, also das jüdische und das indische Element, dann findet man die gleichen Voraussetzungen. Also beides ist gnostisch, definitiv. Und beides orientiert sich daran, dass die Welt durch verschiedene Zeitalter marschiert, wo jedes Mal nach einem Zeitalter ein Kataklysmus stattfindet, also praktisch ein kompletter, tödlicher Umbruch, der die gesamte Kultur aufhebt und kaputt macht, damit darauf auf den Trümmern etwas Neues entstehe. Bei den Indern war es so, dass sie vier verschiedene Zeitalter gekannt haben. Ein goldenes, silbernes, bronzenes und schwarzes Zeitalter. Also wie auf einer Uhr kann man sich das vorstellen, halt eben 12, 3, 6, 9, 12. Ja. Und dann ist zuerst das goldene, das silberne, das bronzene und dann das schwarze. Im schwarzen sind wir jetzt. Das goldene ist das Hyperborea. Lemuria ist silbern. Atlantis ist Bronze und schwarz sind wir. Was kommt nach jedes schwarz? Mal ist ein Kataklysmus, der entweder eben ein Sintbrand oder ein Sintflut ist. Also das wechselt sich ab. Einmal Sintbrand, Sintflut, Sintbrand, Sintflut. Wir hatten zuletzt halt eben bei Atlantis, bei der vor uns liegenden menschlichen Kultur, die Sintflut und jetzt kommt der Sintbrand. Und wenn der Sintbrand gekommen ist, können wir dann wieder ins goldene Zeitalter übertreten. Das ist die Sicht der Inder, die andere Zeitrahmen kennen, größere Zeitrahmen. Trotzdem bleibt es das gleiche System. Mhm. Und das ist genau das gleiche System für den Jetzt-Zeitraum im Jüdischen, wo man sagt, halt eben erst wenn das schwarze Zeitalter ganz dunkel ist, wir kein Licht mehr auf dem Planeten haben, wenn alles schwarz ist, wenn der Mensch komplett dem satanischen Element zugeneigt ist, sich im Grunde eigentlich nicht mehr im Herzen und in der Seele befindet, sondern nur noch im Wollen und Haben und in der Ellenbogengesellschaft, dann kann halt eben der Meschiach kommen. Heißt in der Konsequenz, jetzt, ich sag mal von der grundsätzlichen Vorstellung her, dass wenn ich an einen solchen Zeitlauf, von einem solchen Zeitlauf ausgehe, dass es zu keinem, es sei denn zu diesem Endzeitpunkt, möglich ist, diese Geschichte zu durchbrechen. Also ich bin im Grunde fatalistisch in einer also wenn du da, was du von den Indern erzählt hast, geistig gesehen in einer menschlichen oder menschheitsgeschichtlichen Abwärtsentwicklung automatisch drin.
Also es gibt keine Möglichkeit zu sagen, vom goldenen Zeitalter wieder ins goldene Zeitalter. Ich muss wirklich Silber, Bronze und Schwarze alles durchlaufen. Was ist der, ich meine, gut, die Frage natürlich, was da auf dem Sinn einer solchen Vorstellung ist wahrscheinlich unsinnig irgendwo. Aber man fragt sich ja schon, warum gebe ich den Menschen sowas mit auf dem Weg, zu sagen, ihr müsst erstmal richtig komplett in den Keller, in die Vernichtung, in das Tal der Tränen komplett reinkommen. Und dann geht es wieder von vorne los mit dem Ergebnis, dass nach dem Goldenen wieder das Silberne und wie auch immer. Also ein völlig hirnloser Teufelskreis, der nie aufhört. Ja, aber du sprichst jetzt im Grunde aus der Perspektive der Regisseure, ja? Also der Leute, die oben stehen. Es gibt aber halt eben auch die Darsteller, weißt du? Das sind wir, das ist die Masse. Und aus der darstellerischen Ebene haben sich auch immer wieder Hauptdarsteller entwickelt, die versucht haben, diesen Teufelskreis, und es ist ein Teufelskreis im wahrsten Sinne des Wortes, gerade jetzt in diesem Zeitalter, was wir gerade durchlaufen, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Ob das jetzt nun halt eben Hugo Chavez ist oder Adolf Hitler oder Perón oder wer auch immer, meinetwegen jetzt auch Trump unter Umständen, die gesagt haben, ich bin eine säkulare Persönlichkeit und ich möchte, dass das Glück der Menschen hier stattfindet. Und mit Religion habe ich nichts zu tun. Ich bin gegen die Religion. Die Möglichkeit ist da, ist uns gegeben. Nur der Punkt ist halt eben, dass die Lobbyarbeit dieser Regisseure, aus deren Perspektive du gerade gesprochen hast, so gut ist, dass wir fast nur Betrachter sind, Kinozuschauer. Ja, wir sind ja nicht nur Kinozuschauer, wir sind, gehen wir mal, also du hast das mit den verschiedenen Zeitaltern gesprochen oder angesprochen. Wenn wir jetzt in das Zeitalter der Hyperboreer, mein Ding, zurückgehen würden oder wir hätten darin jetzt gelebt, wäre es uns fatalist, nach dieser Vorstellung der Regisseure, fatalistisch vorher bestimmt gewesen, zu sagen oder zu erleben und Bestandteil dazu sein, dass es bergab geht, dass dann ein schwierigeres, nächstes, immer noch silbernes Zeitalter stattfindet und so weiter. Das heißt, die Selbstbestimmung und zu sagen, ich schmeiß diese Vorstellung in den Mülleimer, wurde ja den Menschen selbst in dem goldenen Zeitalter, in dem sie gelebt haben, am Ende dieses Zeitalters abgesprochen. Also, aber du sprichst jetzt gerade aus der Perspektive halt eben der Regisseure, wie gesagt. Ja. Es ist möglich, halt eben diesen Weg, für meine Begriffe, möglich, diesen Weg jederzeit von unten durch säkulare Darsteller aufzubrechen und halt eben aufzuhalten. Und wir sind mehr oder weniger auch dazu verpflichtet, es zu tun. Also die Gruppe, die sehr, sehr stark mit diesem Weg verbunden ist, ist die, in Anführungszeichen, und zwar, man kann sie gar nicht dick genug machen, jüdische. Weil die Frankisten als ausführendes Element oder die hasidische, die auch gerade in Amerika über die Trump-Familie viel mitzureden haben, Chabad Lubavitch, also die Tochter von Donald Trump, ist bei dieser Sekte, die halt eben so endzeitlich gepolt ist. Man kann dort jederzeit raus, wenn man es möchte. Man muss es halt eben tun. Man muss aber sich säkular orientieren. Und wenn ich jetzt gerade halt eben von Hasidismus und Frankismus spreche, beides pseudo-jüdische Gruppen, wenn ich davon spreche, müssen wir den Blick nach Israel wenden. Und Israel hat ein verdammtes, und das Wort passt sehr gut, Interesse jetzt gerade daran, sich von diesen Gruppen zu lösen und halt eben den eigenen Staat zu retten, weil nämlich Armageddon nicht in Recklinghausen oder in Gelsenkirchen-Buer stattfinden wird, sondern im Heiligen Land. Das heißt, das Heilige Land soll brennen. Und das kann nicht im Interesse der Israeliten liegen. Und wenn sie letztendlich ihr Land retten, retten sie damit die ganze Welt. Und es ist möglich. Theoretisch ist es möglich. Hm. Wir kommen da nochmal, lass mich noch einen Punkt vorher ansprechen. Allgemeiner Natur, im Sinne von Marx,
wäre das Grundübel dann die Religion an sich. Richtig. Das Opium, von dem Marx geschrieben hat oder gesprochen hat. Nicht nur Opium, das ist in diesem Fall Gift. Reines Gift. Er spricht, also sein ist ja Opium für das Volk, aber es ist wirklich reines Gift. Also das Grundproblem, und das ist ja hochspannend, dass die Aufklärung, die uns ja so als was Großartiges und Besonderes in den Schulen beigebracht wird, und Nietzsches Gott ist tot und all diese Dinge, die wir so in uns tragen, nicht verhindert hat, dass wir dieses Thema Religion unverändert als etwas Wertvolles, Besonderes und so weiter mit uns tragen, egal ob wir jetzt Christen, Juden oder Moslems sind. Aber diese, insbesondere die drei, du hast die indische mit hinzugenommen, religiösen Vorstellungen machen ja dann in der Tat so eine Art Grundübel aus. Jein, also das ist das Schöne halt eben, Religion kann immer ein Übel sein und was Positives. Ich habe ein sehr, wie soll ich sagen, ambivalentes Verhältnis zum Beispiel zum Buddhismus. Mhm. Der Buddhismus, ähnlich wie Gnosis, gibt etwas sehr, sehr Positives, und zwar Wissen, mehr als die Gnosis, aber anwendbares Wissen. Das heißt also, wenn man dieses Wissen anwendet, was halt eben der Buddhismus mitliefert, also die ursprüngliche Lehre Buddhas, kommt man zur ursprünglichen Glückseligkeit als Mensch. Mhm. Man ist perpetual glücklich, dauerhaft glücklich. Andererseits ist man dadurch aber auch asozial, weil man sich im Grunde eigentlich mehr oder weniger unter einen Apfelbaum setzt mit gekreuzten Beinen und glücklich ist. Man braucht nichts mehr zu machen. Man braucht sich nicht mehr um die Umgebung zu kümmern, weil man ist ja schon da. Es gibt eine Ausnahme. Es gibt wirklich eine großartige Ausnahme, die eine buddhistische, ich bin ganz hundertprozentig bei dir, die eine Ausnahme ist, das Bhutan. Ein Land, in dem man nicht meditierend unter dem Apfelbaum sitzt und den Nachbarn guten Menschen sein lässt und sich um denen quasi einen feuchten Dreck kümmert, sondern dort habe ich ein Land, das seinen Wohlstand misst an einem Bruttonationalglück. Das ist sehr ungewöhnlich. In der Tat. Es ist das einzige Land auf der Welt in der Richtung. Es ist deswegen auch ungewöhnlich, weil es im Grunde eigentlich Buddha widerspricht, weil der Buddha letztendlich nur von der Individualität ausgeht, das heißt also von dem Einzelnen. Ja. Und dort hat man es im Grunde eigentlich übertragen auf ein ganzes Land. Richtig. Also deswegen ist es auch nicht der wunderschön. Wunderschön. Ja. Würde man das im Grunde auf den globalen Sektor legen, wäre die Welt eine andere. Dann wäre die Welt eine bessere. Ja, ja. Richtig. Ja. Überhaupt keine Frage. Und es ist eben auch nicht der klassische Buddhismus, es ist ein ganz spezifischer und besonderer Buddhismus, der in diesem Land auch gelebt und praktiziert wird. Und wo, das ist so, als ich das zum ersten Mal gelesen habe und ich werde es demnächst erleben, dass das, was die Menschen stört an ihrem Glücklichsein, das, was sie sich wünschen und vorstellen, um glücklich zu werden, etwas ist, was dort regelmäßig abgefragt wird und dann regierungsamtlich umgesetzt werden muss. Grandios. Also da ist, wenn man sich hier so unsere Politfiguren vorstellt, die sind so kilometerweise, also Lichtjahre entfernt von einer solchen Anbindung an den eigentlichen Souverän, dass man nur sagen kann, dass das gelebt und funktioniert. Aber es ist in der Tat wirklich einmalig auf der ganzen Welt, dieses Land. Ja, ich sehe deine Augen leuchten. Aber ich kann es komplett verstehen. Ich kann es komplett nachvollziehen. Und jetzt werden viele halt eben, wie soll ich sagen, in der westlichen Welt, die sich das Video anschauen, sagen, hey, das ist ein Staat, der ist weit zurück und wir sind doch viel weiter, wir haben viel mehr Produkte und sowas in der Richtung. Nur man muss unterscheiden, es gibt halt eben die börsianischen Werte und es gibt die ewigen Werte. Und die ewigen Werte, darunter zählt Glück als obererster Wert, sind wichtiger. Weil wenn ich glücklich bin, dann brauche ich nicht mehr 30.000 Produkte halt eben in meinem Supermarkt. Das ist nicht mehr nötig. Richtig. Es geht um Glück. Richtig. Und daran arbeiten die dort unten. Die haben halt eben vielleicht, ein Zehntel des Einkommens, was wir haben. Aber wenn sie halt eben mit einem Lächeln morgens in die Welt reingehen, dann haben sie gewonnen. Dann haben wir verloren, wenn wir halt eben 1.000 Euro halt eben mehr am Konto haben und sind nicht glücklich. Ja. Also, nochmal Thema Religion. Buddhismus sicherlich für insbesondere in dieser speziellen Form eine Ausnahme.
Überhaupt gar keine Frage. Du würdest aber jetzt grundsätzlich sagen, Religion an sich ist, oder nicht an sich, aber Religion zumindest kann sich entwickeln als das echt zentrale Gift auch für die Menschen. Also in dem Moment, wo ich eine säkulare Welt habe, die ja nicht ethikfrei ist, also das sollte man vielleicht auch deutlich machen, dass nicht bestimmten religiösen Vorstellungen nachzulaufen oder an bestimmten religiösen Vorstellungen zu hängen, automatisch bedeutet, dass das dann eben ethikfrei ist oder dass das etwas ist ohne Moral. Also die Dinge werden ja oft in eine Schublade getan, sehr geschickt, auch propagandistisch sehr geschickt. Das hängt ja überhaupt nicht miteinander zusammen. Also ich denke mir, dass es, wie soll ich sagen, die Religion drei Möglichkeiten bietet oder drei Klassifizierungen. Einmal die Religion im im schriftlichen Sinne. Ja. Das ist die Religion, die wir kennen. Das heißt also, wir lernen irgendwelche Psalmen, singen dreimal Hosianna, Gott in der Höhe, gehen beten und hören der Predigt zu und das war's. Das ist eine Art und das ist die 80-prozentige Art der Auslegung und der Erlebnisfähigkeit, die wir mitnehmen. Und die führt nicht zum Ziel. Weil das ist im Grunde eigentlich eine überlieferte Religion, wo wir im Grunde eigentlich nur nachbeten, im wahrsten Sinne des Wortes, was uns halt eben erzählt wird. Dann gibt es halt eben die berührende Religion und die hat gleich beide Seiten, die dunkle und die helle, in sich. Und das ist die gnostische. Und die gnostische kann einerseits in die Mystik umschalten, das heißt also in dem Moment suche ich die direkte Berührung zu Gott, viele Sufis tun das, teilweise auch die Freimaurer. Das heißt also, es geht darum, den Weg des Schöpfers oder des Verkünders nachzugehen, was bei Jesus der Weg der Liebe ist. Das heißt also, wirklich in Liebe zu sein. Und wenn du in Liebe bist, bist du im Himmel. Fühlst dich himmlisch, also bist du in Liebe. Also es ist wunderbar, bist du bei Gott. Andererseits hast du aber in den gleichen Gruppen auch wiederum, oder zumindest in Seitengruppen davon, die politische Linie, das ist die dritte, die halt eben sagt, wir müssen halt eben gucken, dass wir halt das schwarze Zeitalter also verenden. Und von daher hat die Religion beide Seiten. Sie ist einerseits teuflisch und andererseits ist sie himmlisch. Was und das ist typisch gnostisch. Ja, ja, genau. Was natürlich den Umgang schwer macht auf der einen Seite und lass uns auf der anderen Seite einfach zu diesem politischen Bereich, weil das sieht jetzt so erstmal, okay, ich kann den Weg nach links, ich kann den Weg nach rechts gehen. Der Weg in die politische, in das, was dann mit Machtstrukturen, mit Machtanspruch, mit Herrschaft und all diesen Dingen verbunden ist, ist dann etwas, was Auswirkungen hat auf die ganze Menschheit. Und du hast eine Sekte angesprochen, und wenn ich das richtig verstehe, die Ankunft des Messias in das Diesseits und in das Jetzt und in das Heute und in das Erlebbare in meiner persönlichen Biografie hineinzuziehen, dass es vor dem Hintergrund notwendig ist, dass die Welt vorher brennt. Und dass diese Kreise der Auffassung sind, dass die große Vernichtung, das große Chaos, das Armageddon am besten morgen passiert, mit all den Konsequenzen, die das in der Politik heute hat. Bin ich da richtig? Ist das wirklich so, dass die sagen, je schlimmer es kommt, desto besser ist es? In der Tat, ja. Also ohne Krieg und Pestilenz und Furor und Verzweiflung kann der Meschiach, also der Teufel, sage ich schon, aber es passt. Es passt. Kann der Verkünder halt eben am Ende der Tage nicht kommen. Und es passt insofern, als wenn ich jetzt halt eben die aktivistische Linie der Hasidim, also der ultra-orthodoxen jüdischen Sekten halt eben ins Auge fasse. Nicht bei den Passiven, weil die Passiven tatsächlich Gläubige sind, die sagen,
Wir müssen uns gar nicht einmischen. Wir dürfen uns auch nicht einmischen. Wir müssen nur zugucken, es wird passieren. Während die Aktivisten halt eben sagen, wir müssen uns einmischen. Und deswegen glauben sie im Grunde eigentlich auch gar nicht. Denn wenn sie an Gott glauben würden, bräuchten sie sich nicht einmischen. Das ist ganz logisch. Und sie tun es seit Jahrhunderten. Wenn jetzt jemand uns zuhört, wird er halt eben sagen, ich kann das nicht glauben. Weil es ist fernab des Glaubhaften. Also ich habe davon nie gehört gehabt. Und ich habe davon auch nie gehört gehabt, bis zu einem bestimmten Moment, als mein Vater gestorben ist. Eigentlich ein Zufall wiederum. Aber Zufälle gibt es wahrscheinlich gar nicht, Schicksal. Mein Vater ist gestorben, ich bin nach Hause gefahren, halt eben von dem Ort, wo er gestorben ist, und hatte halt eben ein paar Schriften von jüdischen Religionsphilosophen und Professoren, also darunter die wichtigsten, die anerkanntesten überhaupt, bei mir, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Und da stand halt eben wortwörtlich drin, dass diese gnostischen, kleinen gnostischen Gruppen innerhalb der jüdischen Kultur sich irgendwann vom Mainstream entfernt haben und eigene Gruppen ausgebildet haben und die Bibel mit einer Geheimschrift neu gelesen haben, neu verstanden haben. Und das ist teilweise auch die Kabbala. Also das ist eine jüdische Geheimlehre, mit der man dann praktisch über Zahlenwerte und Buchstabenwerte, die halt eben im Jüdischen eingesetzt sind, Dechiffrierungen vornehmen kann. Und sie haben halt eben gemeint, die Bibel dechiffrieren zu können, neu lesen zu können. Mhm. Das ist ein richtiger Roman. Und sie meinten halt eben innerhalb der Bibel dann auch einen Zeitplan, also sowas Ähnliches wie ein Drehbuch, ein biblisches Drehbuch erkannt zu haben, wo man halt eben auch, wie soll ich sagen, Datenwerte festmachen konnte, wo man sagen konnte, okay, dann muss das passieren, dann muss das passieren, dann muss das passieren. Und wir sind die Auserwählten. Wir sind diejenigen, die der Frühmessias sind. Wir sind der auserwählte Frühmessias als kleine Gruppe, als Sekte, die das vorbereiten. Und wenn das dann passiert, dann kommt der Messias. Und das ist absolut befremdlich. Und vor allen Dingen das Dunkle dahinter ist befremdlich, was du gerade gefragt hast. Es muss erstmal zum absoluten tiefen Finstern kommen, bevor halt eben das Licht aufgehen kann. Das kommt aus dieser gnostischen Erklärung, wie sie die Welt halt eben verstehen. Diese Gruppen, das ist typisch gnostisch, ist in dem Glauben verfangen, dass am Anfang der Tage eine Art tönernes Gefäß über der Erde geschwebt habe. Mhm. Dieser Ur-Adam, also der erste Mensch. Adam steht für den ersten Menschen. Und der war aus Ton geschaffen von Gott. Und Gott habe dann aus den ewigen Fernen des Weltalls, wo er halt eben heimisch ist, einen Strahl geschickt, um halt eben dieses Gefäß zu besamen. Also wie in einem Geschlechtsakt. Und dieser Strahl wäre dort hineingefahren und das Tongefäß hat es nicht ausgehalten. Daraufhin ist das Tongefäß zerbrochen und ist auf die Erde gefallen. Und die verschiedenen Scherben von diesem Tongefäß bilden die Völker. Und an jedem dieser Scherben hängt ein Lichtfunke Gottes. Der Punkt ist halt eben, dass diese Sektierer sagen, dass dadurch ein Bruch entstanden ist, im wahrsten Sinne des Wortes, weil es ist ja ein Bruch entstanden, wirklich, weil die Scherben nun da liegen, der wieder zu heilen wäre. Aber sie sagen nicht, dass man das halt eben wieder zusammenfüge, sondern sie sagen halt eben, man muss jetzt eine komplette Trennung herstellen zwischen den Scherben und den Lichtfunken. Die Lichtfunken sind das Göttliche, ist das Herz des Menschen, ist die Seele des Menschen, das Positive im Menschen. Und sie sagen halt eben, wir müssen schauen, dass wir halt eben das Herz vom Menschen lösen, dass wir die Seele vom Menschen lösen, dass wir den Menschen im Grunde völlig vertieren, also verdunkeln, auf dass dann am Ende, wenn die Trennung perfekt sei, dann der Messias komme. Es ist ein rein satanisches Projekt. Jetzt könnte man ja sagen, okay, das sind irgendwelche Sekten, sind Verwirrte oder Spinner, die der Auffassung sind, wir müssen hier in großem Stil erstmal richtig Elend produzieren, damit endlich die Erlösung kommt. Ich finde diese Vorstellung an sich schon mal basismäßig krank, dass erstmal alles sterben, verrecken, verbrennen, kaputt gemacht werden muss und dann kommt eine, was ist das für ein Gottesbegriff, was ist das für ein Heilandsbegriff, dem... Aber entschuldige, du kannst dir die Sachen merken, die du gerade gedacht hast. Der Punkt ist, der Heilandsbegriff dieser Leute entlehnt sich teilweise
dem Heilandsbegriff des Mainstream-Judentums. Also jetzt reden wir jetzt, wir bleiben jetzt nochmal im Judentum. Und wenn du dir halt eben den Gott des Judentums anschaust, dann ist das Yahweh. Das ist ein Stammesgott, ein eifersüchtiger Gott, ein rächender Gott. Es ist nicht der perfekte Gott, von dem Jesus Christus gesprochen hat. Du denkst jetzt gerade in dem, wie soll ich sagen, christlichen Sektor. Der christliche Sektor, wenn Jesus Christus halt eben mit den Juden streitet, sagt er, euer Gott ist nicht der meinige, meiner ist ein anderer. Und das ist halt eben der neue Gott des Neuen Testaments, ist ein neuer Gott, es ist ein anderer. Es ist nicht der Rächende, sondern es ist halt auch nicht der Stammesgott, sondern es ist der Gott aller Völker. Das ist ein großer Unterschied. Und der Punkt ist halt eben, dass diese Unterscheidung von diesen Sekten, von denen ich spreche, halt eben übersteigert wurde. Sodass sie teilweise halt eben, wie soll ich sagen, in der Lage sind, sogar Satan als ihren Gott anzunehmen. Das, was ich ansprechen wollte, bezog sich eigentlich jetzt weniger auf das Thema eines christlichen Verständnisses, sondern ich sag mal, man kann in alte iranische Religionsvorstellungen gehen, man könnte in die germanische Religionsvorstellung gehen. Nirgendwo findest du den Gedanken oder indianische, ich habe viel mit Indianern in Nordamerika, also in Kanada in erster Linie natürlich logischerweise zu tun, diese Vorstellung dieser Menschen, wenn sie ihrem alten Glauben verhaftet sind, ist nie, wir finden es großartig, dass es so schlimm kommen kann, wie man sich das überhaupt nur vorstellt, weil danach plötzlich etwas anderes, was Positives, eine lichte, eine goldene Zukunft entsteht. Ja, das ist ursprünglich indisch, richtig, genau. Ja. Und das ist von meinen Begriffen frühen Hebräern übernommen worden. Wiewohl halt eben dann auch eine Unterscheidung zu treffen ist, weil unsere urgermanische Politik ist wiederum, oder Religion vielmehr, ist wiederum der urisraelitischen relativ verwandt. Weil die urisraelitische ist eine belligerante, ist eine kämpferische. Woher sie sich auch immer gespeist haben mag, vielleicht halt eben aus dem Erleben des Volkes halt eben zur damaligen Zeit. Das kann durchaus sein. Ja. Nur bei den Germanen war es ähnlich. Unsere Kriegsgötter sind in der urgermanischen Religion sehr, sehr präsent. Genauso wie der Krieg präsent ist im Alten Testament, nicht im Neuen. Ist völlig richtig. Sie sind das Thema Krieg, das Thema Kampf, das Thema Auseinandersetzung ist präsent. Nur ich verstehe. Die letztendliche Konsequenz halt eben, dass man bereit ist, halt eben über, wie soll ich sagen, Leichenberge und Leichenmillionen, Milliarden zu gehen, um die Welt abzuwracken, das ist gnostisch. Das ist übel. Ja. Genau, das meine ich. Das, was du in Georgia Guidestones drauf hast, das auch als Programm, dass ich erstmal, 6,5 Milliarden Menschen letztendlich vernichten muss und dann wird die Welt eine großartige sein. Also diese Vorstellung, die ist schon sehr speziell. Jetzt könnte man aber, und das war jetzt der Klammer zu, der Punkt, den ich ansprechen wollte, die sagen, gut, das sind irgendwelche Irren, das sind irgendwelche Verrückten, das sind Leute, die eine ganz spezielle Ethik in Anführungsstrichen haben. Haben die Einfluss? Oh ja, aber natürlich. Ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel von der Freimaurerei sprechen, so ist die Freimaurerei eine Gruppe, die in der Öffentlichkeit kaum präsent wird oder präsent gemacht wird und die absoluten Einfluss hat. Also in den höheren Sphären der Politik, der Wirtschaft, der Finanz, egal wo, ist diese Sphäre absolut bestimmt. Und es sieht nicht anders aus bei den jüdisch-sektiererischen, chassidischen Gruppen, auch gerade ganz aktuell bei Trump halt eben. Innerhalb der Familie ist Chabad Lubavitch halt eben Teil der Familie. Die Tochter von ihm, Ivanka heißt sie, glaube ich, hat am Vorabend der Wahl am Grab dieses Kultrabbis gebetet gehabt, dass ihr Vater gewinnen möge. Und der Schwiegersohn von Donald Trump, Kushner, ist wichtiger Bestandteil der Regierung, obwohl er halt eben gar nicht offiziell gewählt worden ist. Ja. Die Leute haben absoluten Einfluss. Auch unter George W. Bush
war es so, dass halt eben Chabad Lubavitch mitgewirkt hat im Vorentstehen des Irakkrieges und hat es auch selbst für sich in Anspruch genommen. Man kann es auch nachvollziehen, wenn man ein bisschen tiefer in die Forschung geht, sieht man, dass die Leute halt eben über bestimmte Außenausleger, Perle zum Beispiel, Richard Perle ist einer der wichtigen amerikanischen Außenpolitiker, die in der ersten Linie nie so richtig erkennbar sind, aber die auch wirklich gewirkt haben. Oder Paul Wolfowitz. Wolfowitz, genau. Wirklich im Geschehen drin waren. Es ist so, dass Chabad Lubavitch als Thema nur dieses eine einzige Thema, das ist ja eine Gruppe innerhalb dieser endzeitlichen pseudo-jüdischen Kulte, die sich vom Mainstream total entfernt haben und nicht mehr im Mainstream sind, dass immer dann, wenn israelische Politiker, und es ist vollkommen egal, ob sie links gewesen sind oder ob sie rechts gewesen sind, ob sie Mitte gewesen sind, egal wie sie sich aufgestellt haben, wenn sie den amerikanischen Präsidenten halt eben als Abgesandte der Knesset besucht haben, immer Zwischenstationen gemacht haben in New York, bevor sie nach Washington weitergeflogen sind, um halt eben in New York sich von diesem Sektenrabbi briefen zu lassen, mit ihm zu sprechen, wie sie sich aufzustellen haben und zu verhalten haben während der Gespräche mit dem Präsidenten. Das ist unfassbar. Es gibt ein Video, was ich selber gesehen habe von Netanyahu, der halt eben bei diesem Sektenpapst ist und sich hinstellt wie ein kleiner Junge, wo man merkt, wie stark die Macht von diesem schmierigen Rabbi ist, dem er gegenübersteht. Er, der damals schon einiges zu sagen hatte. Das ist beängstigend. Und der Einfluss auf amerikanische Politik, du hast Bush angesprochen und die Politik von Bush ist dann ebenfalls zu spüren und festzustellen. Also nicht nur, dass da jetzt Besucher gebrieft werden, wie gehen sie mit Herrn Bush um oder wie gehen sie mit Herrn Obama um, sondern dass diese Sekte auch Einfluss auf die amerikanische Regierung hat. Aber natürlich. Ich meine, als der Kultchef, ja, Rabbi Schneerson, gestorben ist, hat der Fokus, also dieses Magazin, was eins in eins zu setzen ist mit dem Spiegel, einen Nachruf geschrieben und hat geschrieben, der geheime Herrscher Israels ist tot. Der geheime Herrscher Israels ist tot. Wenn man nun weiß, wie stark halt eben sein Einfluss auf die Israelis ist, wenn man weiß, wie stark der Einfluss der Israelis in Amerika ist, durch die Israel-Lobby, wenn man weiß, wie stark halt eben der Einfluss der Amerikaner auf den Rest der Welt ist, über Atlantikbrücke etc. pp., dann siehst du halt eben beängstigende Strukturen, die den gesamten Erdball umspannen. Es ist ja so, dass diese Sekte es inzwischen sogar geschafft hat, die Chefrabbinate der gesamten Welt für sich zu erobern. Und ein Chefrabbinat ist, wie soll ich das sagen, so, dass für jedes Land in der gesamten Welt ein Rabbiner ernannt wird, der für das Judentum in diesem Land spricht, der es vertritt. Und das sind inzwischen keine Mainstream-Rabbis mehr, sondern die kommen aus diesem Sektenpool von Chabad Lubavitch. Und zwar unter größtem Widerspruch der Mainstream-Rabbis, die sagen, das ist eine Sekte, das ist ein Kult, das ist ein gefährlicher Kult. Die haben gewarnt, über Jahrzehnte haben sie gewarnt vor diesem Kult. Und dieser Kult hat inzwischen die Macht übernommen. Wenn wir jetzt das als eine als ein jüdisches Thema betrachten, muss man ja mal die Frage stellen, wenn es um Armageddon geht, wenn es darum geht, Weltenende, Atomkrieg und all diese Geschichten, die da in einer fröhlichen Selbstverständlichkeit gewollt und gefordert und gewünscht werden, damit nun endlich der Messias dann auch wieder Einzug halten kann. Wie geht denn Israel und wie gehen denn, ich sag mal, linke Aufgeklärte oder auch rechte Aufgeklärte, wie auch immer, Kreise in Israel mit einem solchen Thema um, bei dem sie sich ja
ausrechnen können, dass sie die allerersten Opfer bei dieser ganzen Geschichte sind. Also ich glaube, dass lange Zeit, über Jahrzehnte hinweg, sich die linke und säkulare aufgeklärte Struktur in Israel, politische Struktur, dahin orientiert hat, wo Macht ist, die einem selbst Nutze ist. Das funktioniert auf der ganzen Welt identisch, also nicht nur im Judentum. Das bei uns in Amerika überall. So, und sie haben halt eben gemerkt, dass diese kleine Lobby, diese hocheinflussreiche kleine Lobby sehr, sehr wichtig ist und sehr, sehr wichtig ist für Entscheidungsprozesse in Amerika, Europa und sonst wo. Und sie haben sich mit dieser Lobby arrangieren können, einfach deswegen, weil die Lobby scheinbar jüdisch war und teilweise wirklich sehr stark für den israelischen Staat auch gearbeitet hat. Nur, wir sind jetzt an einen Punkt gekommen, wo die Entscheidungsschlacht gefochten werden soll. Und in diesem Moment wird für jeden linken und säkularen Israeli, egal wie links oder wie rechts er sein mag, die Entscheidungsfrage gestellt, will ich mein Volk retten vor dem finalen Holocaust und will ich meine Nation retten oder will ich mich untertänig machen der biblischen Prophezeiung? Und ich denke mal, wir haben jetzt genau den Moment, wo der Entscheidungsprozess getroffen werden wird und wo, wenn er so getroffen wird, dass die Leute dort unten sagen, wir koppeln uns davon ab, etwas Ähnliches passieren kann wie in Amerika und dass dieser Prozess in Israel wesentlich wichtiger für die ganze Welt ist. Wir koppeln uns davon ab, heißt, dass man sich dieser vermeintlichen biblischen Prophezeiung und ihrer Zwangsläufigkeit nicht unterwirft. Richtig. Es gab diesen Moment schon mal Anfang der 70er Jahre, wo führende Rabbiner halt eben sich aus diesem scheinbar deterministischen Prozess rausgenommen haben und gesagt haben, wir sollten schauen, dass wir jetzt für das Land, für das Volk arbeiten und nicht für einen Bestimmungsprozess. Und dieser Prozess kommt jetzt noch viel, viel stärker. Und ich denke, wenn unsere Regierungen, die außerhalb Israels liegen, diesen Prozess unterstützen, das ist die letzte Chance, wie wir im Grunde das, was jetzt noch vor uns steht, noch aufhalten können. Es hört sich unheimlich, wie soll ich sagen, alarmistisch an, aber ich bin zu tief in diesem Forschungsprozess drin, als dass ich es unterschätzen könnte. Es ist ja auch so, wenn du dir die Entwicklungen anschaust, die weltweit passieren, die Ansammlung zahlreicher Konflikte, die Zuspitzung, auch die Vernichtung von einzelnen Ländern und Staaten und Nationen, die stattfinden, ist die Welt ja nicht friedlicher geworden. Also insofern ist es nicht alarmistisch, sondern es ist einfach so, dass man in der Tat sagen kann, ich muss mich ja nur umsehen, was hier und dort passiert und was in den letzten Jahren von Afghanistan und Irak und Ägypten und Libyen und Ukraine, Georgien und passiert ist. Alles Ereignisse oder alles Geschehnisse, die einen nicht entspannt im Sessel zurücklehnen lassen, sondern man sagt, also die Welt dreht langsam durch und insofern... Ja, vor allen Dingen, Michael, die Frage ist, wie die Welt durchdreht und wie stark sie halt eben der biblischen Prophetie weiterhin folgt. Hm. Das ist halt eben der Punkt, der einen wirklich erschauern lässt. Weil die unmittelbarsten Zusammenhänge mit Israel, mit der Bestimmung, mit der biblischen, angeblich biblischen Bestimmung Israels, sind so weit, dass diese sektiererischen Kreise inzwischen schon aufgrund der vermeintlichen Prophetie so weit gegangen sind, mit gentechnischen Mitteln ein rotes Kalb zu züchten, was am Ende der Tage halt eben geschlachtet werde in Israel für den Mashiach, der dort kommen möge, auf dem Tempelberg, dass man halt eben Kinder heranzieht, was gemacht wird, die niemals den Boden der Welt betreten, die auf irgendwelchen Emporen gehalten werden, damit sie nicht halt eben auf den Boden treten mögen, wo halt eben die unreinen Seelen irgendwann vergraben worden sind, die wirklich über Jahre tatsächlich wirklich auf Emporen herlaufen,
dass halt eben in Israel also diese Kinder sollen irgendwann halt eben dieses rote Kalb auch opfern, halt eben als neue Auserwählte, dass halt eben der führende oder der kommende Weltzentraljustizpalast in Israel errichtet worden ist, in dem dann Recht gesprochen werden möge über die Völker der Welt, die sich halt eben mit gesenktem Haupte nach Jerusalem begeben mögen, nur weil halt eben das in der Bibel angeblich drinne stehe. Es ist verrückt. Und es wird gemacht. Es wird praktisch gemacht. Es kostet ja Millionen. Es ist teuer, dieses ganze Programm. Es wird vollzogen. Ja. Es geht ja noch weiter. Also du hast das Rote Kalb angesprochen. Die Kinder, die den Boden nicht berühren dürfen, angesprochen. Wenn wir heute auf Google gehen, da habe ich auch nicht schlecht gestaunt, findest du auf Google virtuell den dritten Tempel schon fertig. Richtig. Wo man auch sagt, okay, an sich zeigt Google dieses Haus, irgendein anderes Haus, irgendwelche Gebirge, irgendwelche Flüsse oder sonst irgendetwas, die real existieren. Ja. Hier haben wir eine virtuelle, religiöse Thematik, die sich dort widerspiegelt, bei der man auch sagt, okay, gibt es nicht, aber sie ist schon vorweggenommen, adaptiert. Nächste Thema ist, dass du den von den Römern einmal gestohlenen und dann oder eroberten riesigen großen siebenarmigen Leuchter neu gegossen hast nach dem alten Regelwerk. Ein ganz entscheidendes Heiligtum, was verschwunden ist. Das Einzige, wo sie noch hinterherhängen, ist der Bundeslade. Die haben sie noch nicht. Und da sind sie noch nicht weiter. Aber diese sich in all diesen Dingen zeigende stringente Sturheit, das umzusetzen, was eben an Prophezeiung mal niedergeschrieben wurde und irgendwo zu finden ist, das ist halt zufälligerweise die Bibel, in der du das findest, an dem Thema wird in einer Hartnäckigkeit gearbeitet und mit einer Konsequenz gearbeitet, die einem Angst und Bange werden lässt. Richtig. Ja. Und der Einfluss, den man feststellt und den du angesprochen hast, auf die politischen Player dieses Globus, Er ist total. Ja. Weil er betrifft nicht nur halt eben das Judentum, sondern er betrifft genauso halt eben die Christenheit auch. Weil in der Christenheit hast du halt eben als Main Player, als entscheidenden Hintergrund-Lobby-Player die Freimaurerei. Und die Freimaurerei, die sich einmischt, ist die Hochgrad-Freimaurerei und die ist politisch. Und die ist wiederum brüderschaftlich organisiert mit diesen scheinjüdischen Kulten. Wenn man sich halt eben mit dem Thema auseinandersetzen möchte, lese man sich beispielsweise halt, es müssen nicht die Sachen sein, die ich geschrieben habe. Ich habe halt eben Bücher drüber geschrieben. Ich bin erst Jahre später drauf gekommen, dass es dafür halt eben auch bessere Quellen gibt. Also ich habe dann nochmal einen zweiten Turnus eingelegt und habe halt eben versucht, halt eben reine Mainstream-Quellen, reine jüdische Quellen dafür zu bemühen, was durchaus möglich ist. Mhm. Ich könnte im Grunde eigentlich mein Erstlingswerk Israels Geheimvatikan nochmal neu schreiben und zwar nur mit wirklich super safen, mainstreamigen jüdischen Quellen. Der Punkt ist aber, wer das nicht möchte, darauf zu warten, dass ich mal irgendwann halt eben noch ein neues Buch schreibe und die Zeit ist wahrscheinlich auch gar nicht mehr dafür, der lese sich einfach das durch, was halt eben die LaRouche-Bewegung geschrieben hat. Die LaRouche-Bewegung ist eine Bewegung rund um einen wiederum leider Kultführer, also irgendwo ist es ein Kultführer, der eine Bewegung ausgestampft hat in Amerika und wo die halbe Führungsklique jüdisch ist. Also die Hälfte der Führungsklique ist jüdisch. Nur Leute, die sich halt eben von dem Judentum gelöst haben, die säkular geworden sind,
und die sich in der Tat mit diesen endzeitlichen Gefahren auseinandergesetzt haben über Jahrzehnte und wo man das alles nachlesen kann und sehr gut belegt auch. Und diese endzeitlichen Gefahren, also vielleicht um das einfach noch zu unterstreichen, sind so gestaltet, dass im Prinzip oder nicht im Prinzip, sondern von der Eschatologie her Israel das erste und dann wirklich auch komplett letal zu treffendes Opfer ist bei dem ganzen Thema. Es ist eine Wiederholung des Holocaust. Ja. Weil der Holocaust war letztendlich das Opfer und letztendlich ist es ein Brandopfer. Also Holocaust ist das Brandopfer, Brandopfer. Letztendlich ist es ein biblischer Prozess, der da stattgefunden hat und ein biblisch prophezeiter auch noch Prozess. Deswegen sind wir da halt eben auch komplett noch in der Linie der Prophezeiung und der Durchzuführung drinne, damit man Israel bekommen konnte. Denn Israel als Staat war nur möglich, wenn vorher Blut geflossen hatte. Das war ein Erlebnis, was die Zionisten mitgenommen hatten aus dem Ende des Ersten Weltkriegs, wo sie im Grunde einen Deal mit den Engländern hatten im Ersten Weltkrieg. Ja. Wir schaffen euch halt eben den Sieg des Krieges, indem wir Amerika in den Krieg holen. Ihr werdet uns dafür Israel geben. Und die Israelis haben es nicht bekommen, weil die Engländer gesagt haben, interessiert uns nicht mehr, wir haben den Krieg gewonnen, ihr seid überhaupt nichts mehr wert. Ihr habt auch nicht geblutet im Krieg. Das war das Hauptargument der Engländer nach dem Ersten Weltkrieg, dass sie gesagt haben, ihr Juden habt nicht geblutet. Im Zweiten Weltkrieg konnten sie mit diesem Argument halt eben am Ende hingehen und sagen, wir haben geblutet, wir haben letztendlich etwas durchlitten, also bekommen wir jetzt unseren Staat. Und sie haben ihren Staat bekommen. Und jetzt, was wir jetzt erleben, ist die nächsthöhere Ebene. Das heißt also, wenn Israel vernichtet wird, wird darauf dann der biblische Weltstaat errichtet werden können, in dem halt eben das Zentrum in Jerusalem liegt. Ja. Also, dass man wirklich im 21. Jahrhundert ernsthaft über solche Modelle und solche Theorien diskutieren muss, ist schon irgendwie völlig idiotisch. Aber eigentlich nicht, weil andererseits, schau mal, auf der normalen Ebene, für jeden einzelnen Menschen, jeden normalen Menschen draußen, ist es vollkommen nachvollziehbar, dass es Machtstrukturen innerhalb der Religion gibt. Und wir alle sind darin wahrscheinlich gemeinsam denkend, dass der Vatikan Macht will. Wir sehen allerdings, weil wir das nie vor Augen geführt bekommen haben, davon ab zu erwägen, dass es auch Gruppen außerhalb des Vatikans gibt, die aber nicht in die Öffentlichkeit kommen, die das Gleiche wollen. Ja. Und die unter Umständen schon viel stärker sind. Das Thema Macht zu bekommen und Einfluss und so weiter, das sind ja alles Dinge, ja, die sind menschlich, die sind normal und da würde man auch nicht sagen, das bedroht, ja, nicht existenziell und naturnotwendig jemand. Eine Religion in einer Weise voranzutreiben und ein religiöses Verständnis voranzutreiben, was erst einmal die eigene Vernichtung voraussetzt, damit endlich eine positive Neugeburt oder ein Neustart möglich ist, das ist ja nochmal eine andere Nummer. Und das ist auch etwas, was, womit ich auf jeden Fall auf keinen Fall irgendwie klarkomme. Aber es ist Strategie. Es ist Strategie, Es ist eine völlig kranke Strategie. Es ist eine Strategie, die funktioniert. Auf einem Opferungsprozess letztendlich moralischen Wert zu evozieren und zu sagen, ich habe jetzt dadurch das Recht, das. Es geht. Es funktioniert. Es kann nur in dem Moment, wo ich, also einfach nur mal auch das nochmal durchgespielt, bei einem solchen Prozess wirklich mit dem Thema Atomkrieg und globaler Bürgerkrieg, globale Vernichtung oder etwas spiele, auch fulminant nach hinten losgehen. Kann, ja. Also und am Ende eines solchen gewollten Prozesses kann eine Vernichtung, du hast eben gesagt, das ist ein zweiter Holocaust, kann eine solche Geschichte in der Tat zu dem Ende dessen, was man eigentlich mal vorantreiben möchte, auch führen. Also, kann, ja.
In der Tat, aber das würde im Grunde eigentlich wiederum in den Ablaufplan hineinpassen, weil wir haben ja alles schon mal in Atlantis erlebt, wenn man jetzt die Mythologien halt eben für bare Münze nimmt, dass am Ende der Tage eines großen Volkes, einer großen Kultur, eine totale Zerstörung da war. Und in dieser Zerstörung jemand aufgetreten ist und in ein Schiff gestiegen ist und dann praktisch sich über die Wellen der Vernichtung erhoben hat, um dann halt eben herunterzukommen, als halt eben die Fluten sich gesenkt haben und neu auszusehen. Das war Noah. Die Freimaurer nennen sich Noachiden. Das sind die Nachfolger Noahs. Und wenn wir jetzt halt eben eine komplette Vernichtung haben, kann sich das Gleiche nochmal wiederholen. Dann können letztendlich die Auserwählten, die Noahs, in ihre Schiffe oder Raumschiffe, was immer es auch sei, hineinsteigen, die Erde unten verbrennen, wie es in einem schönen James Bond-Film mal so gewesen ist, und dann wieder heruntersteigen und neu aussehen und das goldene Zeitalter sehen. Okay, wer solchen Dingen nachhängt und daran wirklich glaubt und das auch noch, okay, das wäre quasi Privatsache in dem Moment, wo die Dinge politisch umgesetzt werden und einen Milliardenberg von Leichen hinterlassen, ist es eben Keine nicht Privatsache mehr. keine Privatsache mehr. Richtig, Das ist genau. einfach dann der Punkt, wo dann irgendwie Schluss mit lustig ist, um es mal salopp zu formulieren. Und wo wir nachdenken und aufmerksam werden müssen Genau. und sollten. Und da ist es einfach gut, auf diese Dinge hinzuweisen, die Israel, die Juden betreffen und eine potenzielle Vernichtung dieses Volkes und Die dieses auch Landes. unsere ist. Und die dann automatisch natürlich Automatisch auch unsere ist. unsere ist. Das Heil der Juden ist unser Heil, das ist der Ja, Witz dabei. ja. Und da wird es dann eben sehr politisch und da ist es dann nicht mehr irgendwie so ein Privat, ja, Sektierer-Club, der irgendwo einer völlig abstrusen und obskuren Position nachhängt und diese glaubt, sondern damit wird es etwas, was uns alle betrifft. Und da sollten wir auch dann unseren Herrschenden, die sich zum Büttel und zum Instrument einer solchen Armageddon-Politik machen, ja, zumindest mal entweder auf die Finger klopfen oder die Maske vom Ja, Gesicht aber wir reißen. können nicht, weil sie ja Teil des Geschäfts sind. Ich weiß, ich weiß. Weil sie sind ja Teil dieser Mischpoke, wie halt eben es im Judentum so schön heißt. Also wir können sie vermutlich nicht erreichen, weil sie halt eben durch diese Mischpoke halt eben auch wiederum gebackt werden, wie es der Engländer sagt. Sie werden unterstützt. Und solange sie funktionieren, können sie weiter oben bleiben. Aber wir können es ansprechen und das tust Natürlich du können auch. wir das, ja, richtig. Aber der Witz ist im Grunde eigentlich, was du gerade gesagt hattest, ist, dass das abstrus klingt. Und es wird uns vorgeworfen, dass wir es aussprechen. Und das ist wieder ganz typisch. Das ist ganz typisch, Man klar. verurteilt letztendlich den Boten dafür, dass tatsächlich diese Sachen auch gedacht werden und gemacht werden von den Leuten, die oben drüber stehen, von denen man es überhaupt nicht denken würde. Und das ist der Punkt. Was wir hier wiedergeben, was wir hier gerade besprechen, ist ja im Grunde nicht unser Denken. Es Nee, steht unser Denken klar. ja komplett gegenüber. Absolut, ja, Aber klar. das ist halt eben das Denken unserer Machthaber. Ja. Und eben, es ist keine Verschwörungstheorie, du hast das darauf hingewiesen, dass diese Dinge minutiös auch durch umfangreiche jüdische und israelische Quellen, die damit auch nicht einverstanden, weil die ja nicht Natürlich. blöd sind, der säkulare Israeli weiß natürlich auch, dass er kein Interesse hat, auf dem Altar irgendeiner Sektenvorstellung sein ganzes Land geopfert zu bekommen. Auch völlig logisch. Und insofern sind die Dinge weder eine Verschwörung, also sind in Wirklichkeit eine Verschwörung, aber nicht von denen, die sie aussprechen, sondern von denen, die sie betreiben. Die höchstkarätigen jüdischen Religionswissenschaftler haben dieses Thema angesprochen, wenn auch nur in Fußnoten oder in Ja, Nebenbereichen, aber ja. sie haben es klar angesprochen. Wenn jemand irgendwie sich über dieses Thema aus jüdischer Quelle informieren möchte, dann liest er das Buch von Sefi Raflewski,
Das heißt, die Esel des Messias. Der Mann ist führender Redakteur gewesen bei Haaretz und der hat nichts anderes beschrieben. Es gibt die Aussagen der Rabbis, die genau sagen, wir müssen das machen, wir tun es seit Jahrhunderten und wir werden es weiter tun, bis halt eben wir am Punkt angekommen sind. Und wenn man sich anschaut, wie die Machtstrukturen dieser Hintermänner sind, von diesen Rabbis, dann sieht man genau, dass wir nahezu in einem tödlichen Prozess stecken. Und einen Fahrplan abarbeiten, richtig, der angeblich mit einer biblischen Prophezeiung begründet und fundamentiert wird, an dem aber ganz offensichtlich gedreht wird, damit er auch wirklich eintritt. Das ist ja das Irre. Ja. Jede Prophezeiung, jeden, den du da in den Jahrhunderten oder Jahrtausenden der Menschheitsgeschichte heranziehen kannst, hat immer auch darauf hingewiesen, dass das Dinge sind, die man sieht, die sich entwickeln können, die aber nicht naturnotwendig eintreten. Also wir haben es in der Hand zu sagen, stopp mit diesem Schwachsinn und stopp mit dieser Vernichtung und stopp mit dem nächsten Holocaust und wir müssen bei diesem Spiel nicht mitspielen. Wenn wir es denn wollen, wenn wir uns rausziehen, richtig, aus einer solchen Prophetie, an der man natürlich mitarbeiten kann, dass sie eintritt mit all den furchtbaren Konsequenzen oder eben, dass sie einfach in den Mülleimer der Geschichte geschmissen wird. Wenn wir den nächsten Holocaust verhindern, gewinnen wir alle. Ja, ich danke dir. Danke. Liebe Zuschauer, wir blenden die Internetseite von Wolfgang Eckert ein und es macht jetzt keinen Sinn, darauf zu warten, bis er die Zeit gefunden hat und die Möglichkeit gefunden hat, seinen dreibändigen Israels Geheimvatikan überarbeitet zu haben. Lest es so, wie er ist. Die Quellen, die dort angegeben sind, die Belege, die dort zu finden sind, sind ausreichend, um das, was wir hier besprochen haben, in seiner ganzen Reichweite und Dimension zu begreifen. Erst Manhattan, dann Berlin ist eine vierte Publikation, die in dem Zusammenhang extrem zu empfehlen ist. Und es wird einem Angst und Bange, wenn man sich das anschaut. Und es wird noch viel mehr deutlich als das, was wir hier in dem kurzen Gespräch haben ansprechen können und auf welcher Gratwanderung sich die Welt befindet und was für Kreise in der Tat daran drehen, dass wir hier auf einen Weltuntergang, an einen Armageddon zulaufen. Und insofern ist es wichtig, einfach diese Dinge zu wissen. Und wir haben die Möglichkeit, wir alle haben die Möglichkeit, diese Dinge nicht als fatalistisch hinzunehmende Entwicklung zu akzeptieren, sondern eben einen Alternativplan zu entwickeln. In diesem Sinne, wie immer, ein herzliches Dankeschön für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.